Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen mit Kalli. Und ich bin der Max. Hallo, hallo, willkommen zur Ausgabe Nummer 174. Hallo. Wer nicht zum ersten Mal einschaltet, der weiß natürlich, dass es heute gehen wird um den Film mit dem Titel Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück von 1935. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir noch was verlosen. Abarbeiten, ja genau. Denn ich gucke mal ganz kurz hier, ich habe hier noch einen Kalender hängen. Wir hatten ja offiziell bis zum 31. Oktober eine Verlosung laufen, einer DVD von Die Erben, den wir vor einigen Folgen besprochen haben. Und es war ein knappes Rennen, ein enges Rennen. Und ich würde es dir überlassen, den Gewinner zu verkünden, wenn das in Ordnung ist. Ja, das mache ich sehr gerne. Okay. Der Gewinner unserer Die Erben DVD ist Daniel. Das wirkt jetzt ein bisschen unprofessionell, aber ich hatte leider keinen Zettel liegen. Gratulation. Gratulation an Daniel. Ich werde ihm vielleicht jetzt schon, wenn diese Folge veröffentlicht ist, eine Nachricht zukommen lassen haben mit der Anfrage um seine Adresse, um ihm dann seinen Gewinn schnellstmöglich zukommen zu lassen. Ja, das ist auch gut. Haben wir das erledigt? Sehr gut. Das erste Häkchen ist gemacht. Wie geht's denn weiter, Max? Ja, weiter geht es, indem wir schon direkt, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, brennt hier irgendwas unter den Nägeln? Ja, ich habe gedacht, machen wir normalerweise immer dieses, oh, wir gucken jetzt diesen Film, was weißt du von diesem Film und was erwartest du von dem Film? Genau. Das wäre jetzt das direkt zum Film kommen, sonst hätte ich noch, ob irgendwas anderes ist, bei mir eigentlich auch nicht. Genau, wir kommen zum Thema. Hast du von dem Film schon das rutscht heute hier, ne? Entschuldige. Ja, super. Nee, andersrum. Wir hatten das schon mal angekündigt und du hattest beim letzten Mal nämlich ja selber gesagt, dir kommt das vom Titel bekannt vor, / Vorlage. Ja genau, ich glaube, ich bin sehr überzeugt, dass ich den mal im Theater gesehen habe, aber ich habe jetzt meine Theaterkarte nicht durchgeguckt. Na toll. Aber ich kann das gerne nachholen, sozusagen zwischen Film gucken und weiter besprechen. Ja, können wir aufmachen. Ich habe mich ein bisschen mit ein wenig Literatur ausgestattet rund um diesen Film. Und es gibt zum einen, habe ich mir den Eintrag durchgelesen, in der Reihe der Reklam Universalbibliothek gibt es die Reihe Stilepochen des Films und da gibt es ein Buch, das nennt sich Der NS-Film. Dort gibt es einen Eintrag zu Amphitryon, aus den Wolken kommt das Glück, von einer gewissen Claudia Mehlinger, zu der kommen wir später nochmal. Auf jeden Fall steht in diesem Text zu der Vorlage was drin und das zitiere ich jetzt einfach mal. Bitte, leg los, ich bin gespannt. Kaum ein Stoff ist so beständig tradiert worden, wobei Plautus' römisch-lateinische Tragikomödie Amphitruo das älteste erhaltene Textzeugnis ist. Weitere Versionen stammen von Molière, John Dryden, Johannes Daniel Falk, Heinrich von Kleist, Jean Giraudoux, Georg Kaiser und divergieren signifikant in der Auslegung des Mythos. Also, da haben sich schon ganz schön viele Männer dran abgearbeitet an dieser Geschichte. Ich kenne davon noch gar nichts. Also ich bilde mir ein, jetzt wo du das gerade so vorgelesen hast, dass ich das mal im Volkstheater Rostock gesehen habe. Und zwar, als wir noch Sevanacinian sozusagen als Intendanten hier hatten. Und der hat ja das Haus so geteilt sozusagen, verschiedene Serien. Da haben wir auch dieses für diese kleinen, also so für kleine Vorführungen sozusagen im Seiteneingang, wurden dann sozusagen mal gerne mal griechische Stücke in der Zeit aufgeführt. Und ich glaube, da habe ich das gesehen. Also zumindest in dieser Reihe zumindest, ne? Also griechischer Stoff oder Vorlage, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hieß. Aber da habe ich das damals gesehen. Das war sozusagen so mit den Studenten der Musikhochschule, ja. Also ich habe gerade das einfach mal reingehämmert hier in die Internetwelt. Und da steht hier, das Volkstheater Rostock zeigt Amphitryon, Komödie von Molière im Theater im Stadthafen. Mhm. Hattest du nicht auch das letzte Mal gesagt, dass ich das mit Molière verbinde? Ja. Lief im Theater im Stadthafen 2011, also 2010, 2011 lief der. Ja, gut, letztes Jahr war ich ja auch schon beim Theater, das kommt schon hin. Ulrich Kammüller, Sandra Oma Schmitz, ja, die kennen sogar ich. Hm.
Also das ist mir schon sehr vertraut tatsächlich, aber ich glaube, ich habe es noch nicht gelesen tatsächlich. Aha. Ich habe das letzte Mal, habe ich ja noch gedacht, als wir das erste Mal, also in der letzten Folge geredet haben, da war mir das, weil es so vertraut war, habe ich ja von Autos rausgegangen, dass ich das selber schon gelesen habe. Aber ich glaube, also ich kann sogar sein, dass ich es mal gelesen habe, wenn, ist es aber schon eine ganze Zeit her. Ich glaube, ich kenne es jetzt vorwiegend wegen dem Theaterstück. Ja. Tatsächlich. Ich kenne es jetzt nur aus den paar Texten, die ich gelesen habe. Neben dem Buch der NS-Film, in dem Reklam-Ding, gibt es ein Buch erschienen, ich glaube sogar dieses, na, ich will mich nicht so weit ausmachen, ich glaube dieses Jahr, vielleicht auch schon an der letzten Jahres, beim Berz und Fischer Verlag, Zeitbilder, Filme des Nationalsozialismus, ein Sammelband unter der Herausgabe von Rainer Rother, seines Zeichens glaube ich noch Leiter der Deutschen Kinemathek, Museum für Film und Fernsehen. Und da komme ich später auch nochmal drauf. Und dann hatte ich mir schön bei eBay zugeschlagen, als die UFA 75 geworden ist, das war 1992, gab es eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums und der Stiftung Deutsche Kinemathek vom 3. Dezember 92 bis 23. Februar 93 im Zeughaus, Zeughaus Kino ist da glaube ich auch auf der Ecke irgendwie. Und die haben eine Ausstellung gemacht, die da hieß die UFA 1917 bis 1945, das deutsche Bilderimperium. Und da gab es auch so genannte UFA-Magazine, 22 Stück insgesamt in einem schönen Sammelordner und die habe ich, stimmt gar nicht bei eBay, sondern bei, wie heißt das Ding, Booklooker? Gibt's das? War ich in diesem Prozess involviert? Weil ich. Nee, aber du bist ja auch mal irgendwie so. Also ich glaube bei Booklooker oder so hieß das, heißt die Seite. Ich kenne die Seite nicht, aber. Bücher finden, Dings da. Da habe ich das auf jeden Fall gefunden zu einem vertretbaren Preis und habe das dann gekauft, gebraucht. Und das ist aber schon eine Weile her, so gekauft hast, oder? Mittlerweile ist das schon wieder ein paar Monate her. Und da ist eben auch eines dieser Magazine, also das sind hier 20 Seiten, zu Amphitryon ist auch eins dabei. War recht interessant. Ja, komme ich später auch nochmal drauf zurück wahrscheinlich. Du machst ja hier richtig Spannung. Ja, ich will mal so tun, als wäre hier tagelanges Literaturstudium vorausgegangen. Aber was heißt tagelanges Literaturstudium? Also was ihr jetzt hier gerade nicht seht, aber ich sehe, ist hier ein Haufen Bücher, die links neben Max liegen und nur auf warten, aufgeschlagen zu werden. Ja, hier bei dem NS-Filmbuch habe ich, also das hatte ich schon mal komplett gelesen und habe jetzt einfach nur noch mal den Artikel zu Amphitryon rausgesucht. Dieses UFA-Magazin-Ding, das hat sich halt in 20 Minuten weggelesen. Da sind auch viele schöne von den Werbefotos sozusagen oder Aushangfotos mit drin, aber auch durchaus informative Texte. Und bei diesem Zeitbilder, Filme des Nationalsozialismus, habe ich vor allem die Einleitung gelesen, weil dort, habe im Index hinten nachgeschaut und da wurde Amphitryon für die Seiten 25, 26 der Einleitung erwähnt. Und dann habe ich gedacht, dann lese ich zumindest die mal einmal. Um zu gucken, was da so dazu steht. Aber kann ich mal kurz nochmal fragen, wo wir gerade bei diesem Zeitbilderbuch nochmal sind? Wir hatten ja von in der vorherigen Podcast auch mal vorher gesprochen gehabt, dass man ja so diese gewissen Genre-Ehren hat, ne? So wie Classic Hollywood, New Hollywood. Gibt es das für Deutschland auch? Also so eine Unterteilung? So für NS-Filme und dann, wie geht's weiter? DDR-DEFA und dann. Das ist zum Beispiel eine Frage, denn es gibt eben hier in diesem Buch in der Einleitung den einen Teilüberschrift. Ich muss gucken, um sie nicht völlig falsch zu sagen. Achso, genau. Film im Nationalsozialismus, Gedankenstrich, Film des Nationalsozialismus. Und das ist eine Frage, die wir heute vielleicht auch mal so ein bisschen betrachten können nachher, wenn wir den Film gucken. Also die Frage, ist das ein Film im Nationalsozialismus, was relativ leicht ist, denn ja, wir sind 1935, seit 33 sind die Nazis an der Macht. Dementsprechend ist es definitiv ein Film, der im Nationalsozialismus ist, also entstanden ist. Und dann die Frage, ist es ein Film des Nationalsozialismus? Hier kann man natürlich, können wir uns selber wieder schön ausdenken. Aber ist das nicht eine Komödie? Zählen wir als Nationalsozialismus etc. pp. Und so weiter. Mhm. Und also dann kann man Komödien eben sind ja immer die politischen Botschaften immer tatsächlich geringer gehalten, in meiner Wahrnehmung tatsächlich. Ich will auch jetzt noch nicht auf die Frage antworten, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Ich habe schon ein, zwei Sachen so gelesen, was sie so in bestimmte Richtungen deuten und Sachen beschreiben und ähnliches, aber ja, das dann vielleicht später. So, und wie gesagt, das, diese Andeutung, dass das jetzt hier ein tagelanges Literaturstudium gewesen wäre, in der Wirklichkeit war das ungefähr
eine reichliche Stunde habe ich hier heute gelesen, bevor wir uns dann Stunden später an die Aufnahme gemacht haben. Also ich habe mir dann schon nur bestimmte Aspekte der Texte rausgesucht. Also ich habe richtig verstanden, dass du sozusagen das allererste Mal, dass du an diesen Stoff rangehst. War da auch in irgendeinem der Bücher, die du jetzt gelesen hast, auch eine komplette Inhaltsangabe, dass du jetzt eigentlich schon weißt, was passiert? Oder ja, durchaus, ja. Deswegen habe ich über. Aber genau, du kennst den Stoff ja auch schon? Oder du hattest schon mal Kontakt mit ihm? Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja ein kleiner Molière-Fan. Ich lese ja unglaublich seine Stücke und so recht gerne. Und deswegen habe ich die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass ich das Buch mal gelesen habe, weil ich von mich da mal durchgekämpft habe. Das ist ja eine Bibliografie. Und dementsprechend bin ich da recht positiv allgemein von der Grundhaltung eingestellt. Genau, also das wäre jetzt nochmal meine konkrete Frage. Was hast du denn für eine Erwartungshaltung? Nix, ne? Nix. Nee, ja, du kannst dich nicht entsinnen sozusagen auch an das, was du da schon mal gesehen und gelesen hast. Also ich wette, wirklich, wenn das denn das läuft, dann werde ich wieder Ulrich Kamüller auf der Bühne sehen und Sandra Oma Schmitz, das auf jeden Fall. Aber jetzt in diesem Moment jetzt nicht. Aber bei mir ist es meistens so, dass ich immer denke, ach, weiß ich gar nicht. Dann geht erst jetzt hin los und dann kommt alles wieder in dem Moment so reingespult. Okay. Nö, ich glaube, das wird eine entspannte Komödie werden. Also ich glaube, die wird jetzt nicht so tiefgreifend irgendwie sein, in irgendeiner Form und Weise. Schauspieler, ich hoffe, Leute, wenn ich immer so doof dann wirke, aber ich hoffe, dass ich die Schauspieler alle verstehe. Also das, ja, ich habe schon geguckt, die hat leider, glaube ich, keine Untertitel. Also wir gucken die Blu-ray, die ist, habe ich auch wieder nicht nachgeguckt, wann die neue genau erschien. Ich glaube, letztes Jahr erschien von Universum Film, eben mal wieder in Zusammenarbeit mit der Murnau Stiftung. Digitalisiert 2013, dieser Film. Und genau, wie gesagt, leider zumindest auf der Verpackung nichts angegeben, dass es die Untertitel für Geschädigte geben würde. Also ich weiß auch nicht, ich habe das Problem ja auch nur bei deutschen Filmen aus der älteren Zeit, also zum Beispiel hier bei Classic Hollywood oder so, wenn ich da ist der Ton ja meistens auch leiser eingestellt, so im Vergleich zu heutigen Filmen. Und da habe ich die Probleme tatsächlich weniger, ne? Aber bei deutschen Filmen, wenn da manchmal doch so ein kleiner Dialekt noch mit reinkommt oder vielleicht doch mal der vom Mikro weiter weg ist, dann kriege ich manchmal den ganzen Satz nicht mit. Das ist meine Angst vor jeder Wiederaufführung, Aufnahme von Filmen, die du aussuchst, jedes Mal das Neue. Ich mein, also, ne, aber das hat mit dem Film ja nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, wie die Tonbänder oder die Tongeschichten auf den Filmkopien noch so erhalten waren. Bin also für mich auch, keine Ahnung, hoffen wir das Beste, rechnen mit dem Schlimmsten. Also meine Erwartungshaltung ist eine Verwechslungskomödie und viel weiter will ich, glaube ich, auch jetzt noch gar nicht gehen, was du dir erwartest. Hast du jetzt Zeit? Also ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie auf meinen Eindruck täuscht, aber ich habe den Eindruck, dass wir immer, wenn wir eine Komödie gucken aus der Zeit in dieser Reihe, ist es immer eine Verwechslungskomödie. Wir kommen auch, wenn wir den Film geguckt haben, werden wir auch nochmal auf das Personal vor und hinter der Kamera eingehen und dann werden sich vielleicht einige Dinge für dich klarer darstellen. Also wenn ich, klarer darstellen heißt das jetzt, weil das also eigentlich Schauspieler immer das Gleiche machen? Oder? Der Regisseur heißt Reinhold Schünzel. Wenn ich das jetzt so sage, macht es da bei dir irgendwo Klick? Nö, gut, deswegen machen wir das nachher. Stunde Klick? Nee, vielleicht nicht in der Stunde, aber wenn wir nachher den Film gesehen haben und ich dir dann sage, was der sonst so gedreht hat und was wir vielleicht sogar von ihm schon besprochen haben und hier im Archiv rumliegen haben. Das haben wir schon. Aber das dann, genau. Also, kannst du jetzt eigentlich aus dem Kopf sagen, wie viele Filme wir aus dieser Nazi-Reihe, ist das Nazi? Ich nenne sie Reise durch den frühen deutschen Film, rein ins, in die NS-Zeit. Wir haben 1924 Orlaks Hände. Dann haben wir einen Sprung gemacht. Ich hatte nachgeguckt. 1931 ging es weiter mit Der Kongress tanzt. Hm. 33 Ich bei Tag und Du bei Nacht. Hm. Gold 1934. Und jetzt sind wir bei Film Nummer 5. Aber zählt der Film, den wir damals mit Christian aufgenommen hatten, nicht auch in diese Reihe mit rein? Da hatte ich diese Reihe ja noch nicht in dieser Form eröffnet. Aber natürlich ist das ein Film von 1933 gewesen und der war ja in dieser Musical-Musikfilm-Reihe. Ja, den fand ich auch gut. Mini-Reihe. Dann sage ich dir jetzt schon, dass das der gleiche Regisseur ist. Von Victor Echt und jetzt? Victoria. Echt? Ja. Also normalerweise treffe ich ja nie ins Schwarze. Echt jetzt? Ich gehe nochmal auf Nummer sicher, Moment. Warum, aber warum sagst du mir denn das nicht vorher? Das ist doch für mich eine Motivation. Gut, haben wir also Reinhold Schünzel, von dem haben wir schon besprochen, in Ausgabe 147, Victor und Victoria. Also ganz ehrlich, also das ist eine Information, die ich jetzt nicht hinterm Berg gehalten. Aber nach dem Film erzähle ich dann noch zwei, drei Sätze mehr dazu. Sind das auch vielleicht Schauspieler? Jetzt bin ich angespitzt. Es sind auch Schauspieler, die wir auch schon in vorherigen Folgen jetzt hatten. Also Willi Fritsch ist wieder am Start. Ich bei Tag und Du bei Nacht, Kongress tanzt. Immer dabei. Und die anderen da nicht so doll.
Aber da kommen wir dann jetzt, das kommen, machen wir dann wirklich. Jetzt habe hab ich schon hier 500 Mal gesagt, das machen wir danach, das machen wir danach. Entschuldigung. Nee, es, ich hätte es ja auch einfach abwürgen können. Also, wer uns zum ersten Mal hört, der wird sich wundern, was ist denn nur hier mit dem Film? Also, wir machen das nämlich regelmäßig so, dass wir eben erst uns kurz vorher unterhalten, dann drücken wir Pause, gucken den Film in der Realität, drücken dann wieder Aufnahme, das ist für euch halt eine Sekunde, zwei Sekunden stumm oder mit diesem Smart Speak oder so oder wie das heißt, werden ja solche Stellen komplett rausgefiltert. Was, Smart Speak, was ist denn das? Es gibt irgendwie eine Funktion bei vielen Podcatchern, da können Stille wird rausgefiltert. Das heißt, wenn irgendwie mal eine Sekunde jemand was nichts sagt oder so, dann wird das so, tschick, ist raus und dementsprechend läuft es dann so durch, ohne dass man irgendwie eine Sprechpause hat oder sowas. Mhm. Habe ich selber noch nicht so getestet, aber damit kann man wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich bei unserem Podcast manchmal ein paar Minuten sparen. Kann ich sagen. und ich war eigentlich dabei zu sagen, genau, wir drücken Pause, gucken den Film und dann drücken wir nachher wieder Play und dann sprechen wir über den Film, den wir, wie ihr jetzt schon bemerkt habt, dann zum allerersten Mal gesehen haben werden. Es hat ja immer so seine Vor- und Nachteile, dieses System. Das, der Vorteil ist, man ist so relativ frisch und direkt kann man seine Emotionen auch ungefiltert in das Mikrofon sprechen. Der Nachteil kann natürlich sein, dass wir vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail schon uns durchdacht haben oder nochmal 500 Kritiken dann nochmal nachgelesen haben und immer die ganz tiefgehende Analyse machen, wobei ich glaube, das kriegen wir trotzdem immer. Ich glaube, das ist bei uns immer filmabhängig. Wenn manche Sachen machen würde, da sind wir recht gut, und bei anderen wissen wir nicht zu sagen. Ja. Aber das ist hier unser gewählter Weg. In mindestens 90% der Fälle, es gab mal so ein, zwei Ausgaben, da haben wir das irgendwie vorher geguckt gehabt oder so. Oder gerade wenn wir auch mal mit Gästen irgendwie was besprochen haben, dann ist manchmal so, genug Geplänkel. Ich werbe auf dich ab mit dem Abschweifen. Es sei denn, ja, das haben wir früher auch schon hinbekommen hier. Es sei denn, du hast jetzt noch was du sagen möchtest. Also im zweiten Teil sind wir immer organisierter, habe ich den Eindruck. Ich war ja auch organisiert, alle Punkte abgehakt. Ach, lass uns einfach den Film gucken. Wir gucken jetzt den Film und sprechen dann über Amphitryon. Aus den Wolken kommt das Glück. Und schon sind wir zurück und haben den Film geschaut. Ist das Glück zu uns gekommen aus den Wolken? Erster Kurzeindruck. Ja, war schön. Hat meine Erinnerung ans Theaterstück nicht wirklich zurückgebracht. Aber ich würde es gerne mal auf der Bühne nochmal sehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, dass die Theater gerade zu haben. Ja. Weil das jetzt wieder so ein bisschen die Lust drauf geweckt hat, weil ich mir das Kammerspiel ja recht gut vorstelle. Ja. Ich fand es auch sehr schön. Auch schöne Effekte, gut ausgestattet. Ja, der Humor geht von sehr geistreich bis sehr simpel. Hat auch wieder eine schöne eigene Art, so dass sehr viel, ich sag mal, Singsang, ohne das abwerten zu meinen, dabei ist. Ja, wie soll ich das sagen? Wie bei, also ohne es direkt zu vergleichen, aber in einer ähnlichen Form wie bei Regenschirmer von Cherbourg, wo ja quasi immer gesungen wird, egal was gesprochen wird. Und hier war ja auch sehr viel von dem normalen Sprechen, was dann eben gesungen war. Ja. Ich finde, das hat sich noch in Grenzen gehalten, tatsächlich. Ja. Ich würde erstmal zu Darstellern vor und Personen hinter der Kamera kommen. Ja, dann mach schieß mal los. Amphitryon, aus den Wolken kommt das Glück. Regie und Drehbuch Reinhold Schünzel. Wir hatten es ja vorhin schon kurz erwähnt. Wir hatten schon in Ausgabe 147 Viktor und Viktoria besprochen. Und wir haben auch in Ausgabe 71 anders als die anderen besprochen. Da ist er als Darsteller dabei gewesen. Reinhold Schünzel wurde 1886 in Hamburg geboren und ist 1954 in München verstorben. Kurz ein bisschen was drumherum. Er wurde 1933, nachdem die Nazis an die Macht gekommen sind und erste Schritte eingeleitet haben, im Sinne der Umformung der Filmproduktion als sogenannter, in Anführungszeichen, Halbjude klassifiziert. Was bedeutete, dass er im Gegensatz zu den, in Anführungszeichen, reinen Juden nicht von der Produktion ausgeschlossen wurde komplett, sondern dass man sich eben je nachdem, wie man jetzt so gerade lustig war, ein bisschen überspitzt gesagt, sich nochmal seine Dienste gesichert hat. Da nämlich auch die Leute in Deutschland festgestellt haben,
wenn jetzt die ganzen sehr guten Filmschaffenden weg sind, wen haben wir eigentlich noch? Wir brauchen ja auch ein paar Leute, die eben ordentlich inszenieren können und so. Und genau, Reinhold Schinzel blieb eben nach 33 noch ein bisschen in Deutschland, ist 1937 nach Amerika emigriert. Jo. Kommen wir zu den Darstellern. Oder möchtest du noch irgendwas fragen, ergänzen, wissen? Nö, ist in Ordnung. Kannst weitermachen. Achso, genau. Normalerweise komme ich ja hier mit meinem Buch Filmkünstler um die Ecke. Aber da waren alle Leute, die ich nachgeschlagen habe, nicht dabei. Deswegen habe ich tatsächlich mal so ein bisschen filmportal.de und so bemüht. Oder auch hier die diversen Heftchen. Hauptdarsteller von Amphitryon ist Willi Fritsch. Woher kennst du ihn? Victor und Victoria? Nee, den du gerade nicht. Wobei ich das vielleicht noch nachprüfen sollte. Den haben wir zuletzt eben schon bei Ich bei Tag und Du bei Nacht und natürlich auch bei Der Kongress tanzt dabei gehabt. Er spielt in diesem Film Jupiter und auch Amphitryon. Dann habe ich nicht erkannt. Also als Jupiter hätte ich ihn auch nicht erkannt. Aber als Amphitryon habe ich dann schon so das Gesicht doch schon wieder erkannt. Für mich war tatsächlich so ein bisschen die Stimme, habe ich so überlegt. So hat er in den anderen Filmen auch so gesprochen. Da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Kann aber auch einfach ein bisschen her sein schon. Und so oft habe ich ihn ja noch nicht gehört, dass ich da jetzt eben 1000 Mal seine Stimme gehört hätte. Ich habe das Gefühl gehabt, immer wenn er so ein Profil eingeblendet war, da hat er mich so ein bisschen an Gene Kelly erinnert. So. Oh. Also naja, er hat ja auf jeden Fall Star-Potenzial. Und hatten wir auch schon mal gesagt, dass er eben zu dem Traumpärchen da gehörte. An seiner Seite ist Paul Kemp. Der spielt in einer Doppelrolle seinen Götterboten Merkur und den Diener Sosias, den Diener von Amphitryon. Paul Kemp, 1989 geboren in Bad Godesberg. Es ist heute irgendwie Bad Godesberg-Bonn oder Bonn-Bad Godesberg. Und er ist 1953 gestorben in Bonn. Den hatten wir in Ausgabe 93 bei M, hat er schon mitgespielt. Ich habe M noch nicht gesehen, da war ich nicht dabei. Er hat natürlich auch noch bei anderen Filmen mitgemacht und mitgespielt, so ist nicht. Aber das ist so einer der Filme, die wir halt schon hatten. Deswegen sei er erwähnt. Ich muss sagen, das war meine Lieblingsrolle. Ich fand ihn sein Spiel am coolsten. Ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Amüsant. Bei den Damen haben wir zum einen Käthe Gold. Käthe Gold spielt Amphitryons Gemahlin Alkmene. Frau Gold wurde geboren 1907 in Wien und hat auch tatsächlich bis 1997 gelebt, also stolzes Alter erreicht und ist auch in Wien gestorben. Hast du den Namen schon mal gehört? Warte mal. Käthe Gold. Nee, habe ich noch nie gehört. Aber wenn sie aus Wien kommt, das erklärt das rollende R. Das Herr. Also bei ihr hatte ich ihn auch geschaut. Sie hat, glaube ich, gar nicht so viele Filmrollen gehabt, ist aber anscheinend unter anderem eine sehr große Theaterschauspielerin, eben vor allem auch in Wien gewesen. Und, so hat es mir die Wikipedia diesmal ausnahmsweise verraten, in Wien im 19. Bezirk, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es den Käthe-Gold-Weg, der dann nach ihr benannt worden ist. Und da ist das ja schon eine Ehre, ne? Ja. Das ist diese und die andere weibliche Dame, die andere weibliche Hauptrolle, Vita Benkhoff, die spielt ihre Köchin, Haushälterin, Dienerin, die Frau von Sosias, die heißt Andrea, Alkmenes Dienerin Andrea. Vita Benkhoff, hast du den Namen schon mal gehört? Nein. Ich auch nicht. Geboren 1901 in Dortmund, gestorben 1967 in München und beim Überfliegen der Filmografie habe ich nur gefunden, ich hatte sie anscheinend gesehen auf der Reeperbahn nachts um 12:30 in der Variante mit Albers und Rühmann. Den habe ich doch auch geguckt. Haben wir ihn zusammen geguckt? Haben wir nicht im Podcast auch drüber gemacht? Nee, ich glaube über Reeperbahn nicht. Wir hatten den Große Freiheit Nummer 7. Ah. Wo aber auch eben auf der Reeperbahn um nachts um 12:30, glaube ich, einmal gespielt wird. Ach, meine Schwäche für Namen merken, Hamburg überträgt und sich Albers, auch auf Filmtitel. Hamburg, Albers, da gibt es natürlich eben viel so zusammen. Genau, da hätte ich sie mal gesehen, aber sonst hatte ich so gemerkt, nö, viel mehr war mir jetzt so bei ihr auch nicht geläufig. Es sei noch erwähnt, die Gattin von Jupiter, Juno, wird gespielt von Adele Sandrock.
Das sage ich jetzt, aber das hätte ich mir jetzt noch irgendwas aufgeschrieben. Habe ich nicht. Naja. Schade, das hätte mich jetzt echt interessiert. Ich habe gerade echt so gedacht, mal sehen, wie alt die war, wo die da mitgemacht hat. Die war sehr bekannt, mochte ihre Stimme. Mal sehen, was Max jetzt erzählt. Und ja, das müssen wir ein andermal. Das sind denn Hausaufgaben. An der Kamera oder für die Kamera zuständig, für die Bildgestaltung waren zwei Herren. Zum einen Fritz Arno Wagner, geboren 1894 in Schmiedefeld. Gestorben 1958 in Göttingen. Und das habe ich hier sehr unscharf geschrieben. Bis zum Tod hat er gearbeitet. Also der hat, glaube ich, 1958 kamen noch Filme raus, an denen er mitgewirkt hat. Also scheint tatsächlich entweder sehr plötzlich verstorben zu sein oder aber zumindest bis kurz vor seinem Lebensende. Sind die alle in den 50ern gestorben? Nee, Frau Käthe Gold hat ja bis 97 gelebt. Naja, gut, das ist jetzt so eine Ausreißer der Statistik. Nur die Männer. Ne? Nur die Männer. Sowohl Schünzel, bei Willy Fritsch habe ich es gar nicht dazu geschrieben. Da habe ich, weil ich einfach behauptet habe, den haben wir schon davor besprochen. Deswegen, bei dem weiß ich nicht. Hat unter anderem Nosferatu gemacht, Kamera, hat M gemacht, aber auch solche harten NS-Streifen wie Oben Krüger. Und dann hatte ich hier noch Westfront 1918 mit aufgeschrieben, was so in seinem Schaffen liegt. Und sein Kollege war Werner Bohne, toller Name, 1895 geboren in Mühlgast und 1940 bereits verstorben. Ihn hat es im Krieg erwischt, im Oslofjord, auf dem schweren Kreuzer Blücher. Na gut, das ist ja nur eine äußere das ist jetzt eine äußere Einwirkung. So. Das war mal wieder eine sehr interessante Erfahrung, wie ausführlich beschrieben ist, wenn man jetzt auf den Artikel geht bei Wikipedia zu diesem schweren Kreuzer Blücher. Also die sollten, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so eine 3, 4, 5, 6 Schiffe los und sollten Oslo wieder einnehmen. Und da wird in einem Detail beschrieben in der Wikipedia, was für alte Abwehrstationen, die Norweger da hatten, mit was für Geschossen die da auf die Schiffe geschossen haben. Und so, ich sehe das so unfassbar. Auf jeden Fall wurde die Blücher anscheinend getroffen und hat Feuer gefangen, sollte irgendwie noch an eine bestimmte Stelle gefahren werden, damit die nicht in die Felsen knallt, hat aber immer mehr hat ein Leck gehabt anscheinend und Kiel geschlagen und dann sind da über 300 Leute anscheinend. Das ist ja furchtbar. Abgenibbelt. Ja, der wurde eingezogen sozusagen mit Beginn des Krieges. Oh, das war furchtbar tot. Meine Güte. Und er hat unter anderem die Kamera gemacht bei Gold, den wir zuletzt hatten, und auch bei Victor und Victoria. Schließt sich so ein bisschen ein kleines bisschen der Kreis. Das habe ich gerade ein richtiges Mitgefühl mit ihm. Ja, ich kann das nicht einschätzen, wie überzeugt er von der Sache war und solche Sachen. Ja, kann ich nicht weiter beurteilen. Ja, das kann ich auch nicht beurteilen, aber die Todesursache, das wünsche ich keinem. Ja, klang nicht sehr fröhlich. Drehort, Drehzeit von Amphitryon. Gedreht wurde vom 8. Februar bis ungefähr Mitte Mai 1935 in den Uferateliers Neubabelsberg. Ich glaube, es ist auch heute immer noch eben der, also es wird jetzt nicht mehr Neubabelsberg genannt, aber immer noch eben Studio Babelsberg. Da müssen wir eigentlich auch mal hinfahren mit deinem Faible, ne? Also mit Sicherheit müssen wir da mal hinfahren. Also wir sind ja schon mal nahe gekommen, ne? Aber ja, wir waren in Potsdam. Uraufführung hatte der Film am 18. Juli 1935 im Berliner Gloria-Palast, also vor übrigens 85 Jahren. 2020, 85, ja, vor 85 Jahren. Gibt es das Kino noch? Außerdem. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Gefährliches Halbwissen. Ich meine, es gibt irgendein Gloria-Kino in Berlin auf jeden Fall noch. Ob das der Gloria-Palast und dann auch noch in dieser Form ist, das weiß ich nicht. Lässt sich aber sicherlich rausfinden. Schön gerettet. Ja, das habe ich gut gemacht. Ja, ich habe hier mir einmal nochmal groß aufgeschrieben, Film im Nationalsozialismus oder Film des Nationalsozialismus. Wie gesagt, hier in dem Buch Zeitbilder, Filme des Nationalsozialismus, habe ich mir die Einleitung durchgelesen, wo eben beschrieben wird, wie scharf man das überhaupt beschreiben kann, einen Film des Nationalsozialismus. Es wird vor allem beschrieben, dass so die Phase 33 bis 41 eigentlich eine Phase des Wandels, des Umbaus war, eben hin zu einer staatlichen Filmproduktion, die 1941 deswegen erst abgeschlossen ist.
weil das der Zeitpunkt ist, und das habe ich mir hier irgendwo aufgeschrieben gehabt, am 10. Januar 1942. 1942 wird die UFA Film GmbH gegründet als reiner Staatskonzern. Der wird dann auch nicht mehr UFA abgekürzt, sondern UFI, um das zu unterscheiden. So, und auf dem Wege dahin sind natürlich schon Filme des Nationalsozialismus durchaus entstanden, aber also Rother schreibt das hier eben so, dass man das als die Umgestaltung des deutschen Films durch Homogenisierung, Konzentration und Kontrolle, was man eben, oder was er eben meint, als ein Prozess zu begreifen ist, der eben logischerweise, manche Sachen gehen schneller, manches langsamer, und dann sind das ja immer noch trotz allem Individuen, die da an den verschiedenen Schaltstellen sitzen und wirken. Ja, und was er eben schreibt, ist zum Beispiel, dass am 28. März 1933 Goebbels eine Rede gehalten hat, wo es so ungefähr hingehen soll mit dem Film. Und schon am 29. März wurde eine Großzahl eben jüdischer Filmschaffender entlassen oder sonst wie aus der Produktion gekegelt. Nur von der UFA erstmal, und dann später sind noch andere gefolgt, woraus sich wohl schließen lässt. Also es liegt zumindest sehr nahe, wenn das gerade einen Tag danach passiert, dass da schon Listen vorher angelegt worden sind, die dann einfach sozusagen, jetzt hat die Rede gehalten, jetzt können wir das sozusagen durchziehen, dass das nicht unvorbereitet geschehen ist oder sehr plötzlich. Dabei war unter anderem Eric Charell, wo ich auch letztes Mal nicht wusste, wie der heißt, der Regisseur von Der Kongress tanzt, hat dadurch, ist da eben nicht mehr, durfte keine Filme mehr machen in Deutschland. Ja. Ist der, ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast damals. Ist der ins Exil gegangen? Oder? Der hatte, glaube ich, in England dann weitergemacht. Auf jeden Fall war das der mit dem weißen Rössel, dass der dafür so relativ bekannt ist. Mhm. Ja. Ja. Kommen wir zum Film. Genug gequatscht. Ja, Max. Ist das denn ein Film? Im Nationalsozialismus. Eine gute Frage. Und das hatten wir eigentlich auch schon gesagt vorhin, dass es auf jeden Fall ein Film im Nationalsozialismus ist, einfach, ne? 33 ging es sozusagen los und 35 entstanden. Ein Film des Nationalsozialismus, naja, da gibt es so verschiedene Ansichten dazu. Also, Rainer Rother nennt explizit Amphitryon hier auch einmal in der Einführung. Ja, findest du es nicht spannender, wenn wir erstmal unsere eigenen Theorien sagen, bevor wir dann sozusagen die Auflösung? Nee, dann kann ich sagen, der hat es gesagt, dann muss das ja so sein. Ah. Und zwar gucke ich mal ganz schnell und lese hier vor. In einer cineastischen Perspektive, also ich zitiere und verkürze es hier so ein bisschen aus eben, ne, Zeitbilder, Film des Nationalsozialismus. In einer cineastischen Perspektive gibt es eine Reihe anderer Beispiele für Filme, die mit ihren Qualitäten, das leichte, unangestrengte der Erzählung, das ironische Spiel mit Konvention, Sensibilität für Alltägliches im Alltag, wie eine, in Anführungsstrichen, ästhetische Opposition wirken oder doch jedenfalls eine Ästhetik repräsentieren, die sich gegenüber den dominierenden Einflüssen weitgehend als resistent erwies. Kann man mal sacken lassen. Verwiesen sei hier auf die Filme Reinhold Schünzels, in denen sich Ironie und Zeitdiagnostik der Weimarer Tonfilmoperette in großem Maß erhalten haben, nicht zuletzt in seinem Meisterwerk Amphitryon, der in einigen Szenen wie eine Persiflage auf die Massenornamente von Riefenstahls Parteitagsfilmen wirkt. Mir fällt ein, wir sollten mal kurz eigentlich noch die Inhaltsangabe bringen. Möchtest du das machen oder soll ich? Bitte, Max, du machst es immer so schön ausführlich. In Amphitryon, aus den Wolken kommt das Glück. Ist ja so ein Untertitel. Ja. geht oder ist. Wir sind, das ist ja ein toller Untertitel. Das war mir gar nicht gewahr. Entschuldige. Es war, stand auch bei der Titeleinblendung mit Inklamen. Da habe ich runtergeguckt oder geblinzelt oder so. Amphitryon. Wir sind im antiken Griechenland, rund 2000 vor Christus. Und es herrscht Krieg zwischen Theben und Phönizien. Böotien oder Böotien, das habe ich jetzt gerade auch nicht mehr genau. Nee, Theben ist in Böotien, das war die gegen die. Aber die haben gesagt, Theben die machen gegen Phönizier, die. Phönizier. Nee, die haben nicht Phönizien. Doch, haben sie gesagt, die haben die Phönizier gesagt. Das hat Jupiter oben auch gesagt, Phönizier. Und dann hat er gesagt, die hat Nein, Phönizien. Nein, sie haben Böotionützien gesagt. Ja, aber Theben ist doch Böotien. Das Theben ist doch die Stadt und Böotien ist doch die Ecke. Ich muss das jetzt nachgucken. Ich kann nicht anders. Das schneide ich auf jeden Fall. Bist du sicher? Lass das doch drinne.
Als oben, als. Also, wir fassen nochmal zusammen. Es herrscht Krieg zwischen Theben und Böotien. Dabei kämpft Amphitryon für Theben als Hauptmann. Und in Theben sind sozusagen fast nur noch die Frauen. Der Kriegsminister ist noch da und wie wir später feststellen, einige andere glatzköpfige ältere Herren. Und die meisten Frauen wünschen sich ihre Männer zurück und vor allem Alkmene, die Frau von Amphitryon, die betet zu Jupiter, an dessen Statue, dass sie ihn erhören möge und ihren Mann zurückbringen möchte. Und Jupiter schaut tatsächlich hinab aus dem Olymp und sieht sie und denkt sich, Mensch, die sieht aber gut aus, die möchte ich jetzt mal vernaschen. Der alte Seitensprung-Superstar. Wie ist denn das? Ach genau, ja, und er lässt sich dann hinab auf die Erde zusammen mit seinem Götterboten Merkur und es folgt eine Verwechslungskomödie, denn es steht wohl so, dass die Truppen von Theben erfolgreich sind und am nächsten Tag wird also Amphitryon wieder zu Hause sein. Das heißt, Jupiter hat nur noch diese eine Nacht und da er in seiner normalen Gestalt als Halbglatze mit ordentlichem Wohlstandsbauch nicht von Alkmene wirklich angeguckt wird, verwandelt er sich sozusagen in Amphitryon und das Spiel nimmt seinen Lauf. Also wenn ihr keine Vorstellung habt, wie er aussehen könnte, nackte Kanone, der komische Wissenschaftler mit dem Doppelgänger im Rollstuhl. Oder das habe ich noch ein bisschen voluminöser. Naja. Ja, aber das ist so dieser Typ Mensch. Also nur mit einer Halbglatze. Der hatte übrigens auch doppelt. Auch da ging es um einen Doppelgänger. Ja. Ja, das ist so die Geschichte, also Verwechslungskomödie. Der eine möchte sozusagen einen Seitensprung machen und einer treuen Frau möchte eine treue Frau verführen. Wie ist das mit den, das Thema, das haben wir kurz schon gesagt gehabt, jetzt hier vorher, griechische Götter, römische Götter, also Jupiter und, also wenn die Planetennamen für die Götter, das waren doch eigentlich die römischen Bezeichnungen, oder? Ja. Und die also, Griechen, also die haben es einfach nur übernommen von den Griechen und gesagt, alles eins zu eins, nur wir ändern die Namen, also so ganz stark vereinfacht. Und bei den Griechen war es doch Zeus, ist der Göttervater und so ja, weiter. Ja, das ist Zeus. Also Jupiter ist das Äquivalent zum Zeus. Ja, ne? Und Hermes ist das Äquivalent zum Merkur. Also das war für mich so ein bisschen verwirrend im Sinne von, es sind die römischen Götternamen, aber es scheint eben Griechenland zu sein. Ja, das ist tatsächlich verwirrend für mich auch gewesen am Anfang. Vor allen Dingen, weil sie auch die Namen Alkmene und Amphitryon stehen lassen haben. Mhm. Aber das habe ich ja zum Beispiel, als du am Anfang gesagt hast, ist es jetzt so zum Beispiel, ist das jetzt tatsächlich ein Film, über den Nationalsozialismus, weil ich gedacht, ja, wenn das ist ja eigentlich, also ich meine, das alte antike Griechenland und die antiken Römer haben ja beide sehr viel gekämpft und waren ja beide militärisch sozusagen angesehen, aber tatsächlich ist es natürlich so, wenn man das jetzt reflektiert, dass im alten Griechenland ja auch viel Künste und Philosophien sozusagen den Alltag bestimmt haben, neben dem Staatssystem, was sich herausgebildet hat, während ja in Rom doch schon sehr stark auf Militär sozusagen der Fokus gelegt worden ist. Also da gab es natürlich auch die Mythologie und alles, das will ich jetzt nicht absprechen, das war ja mal bei beiden. Aber Rom war ja sozusagen auch ein bisschen länger noch vom Bestand, beziehungsweise von der Relevanz her sozusagen, hat sich ja noch weiter ausgebreitet in Europa und auch Nordafrika, im asiatischen Bereich. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht eher sozusagen, weil Amphitryon sozusagen ein Kriegsherr sein soll, um diese Stärke zu demonstrieren, dass sie deswegen vielleicht mit Rom gegangen sind, weil das eher eine Identifikationsfigur war, weil das vielleicht eher noch präsent war. Und weil man mit Rom halt auch diese militärische Stärke verbindet, die man, weil man mit Griechenland ja mehr die Künste und das Staatssystem, also die Demokratie sozusagen verbindet. Dass man vielleicht dachte, dass das vielleicht ein stärkeres Zeichen ist, dass man diesen Weg geht. Das wäre jetzt mein Gedanke gewesen. Aber weißt du nicht, also was auch ein politisches Signal wieder gewesen wäre, sozusagen, als Einheit, wenn man auch gehorsam, gerade als gehorsam, weil ja gerade in Griechenland war ja es auch so, dass man ja sozusagen auch das freie Denken gefördert hat und das, während ja in Rom das klassische Militärische, was man ja heutzutage auch noch kennt und viel durchkommt, immer dieses Hierarchiedenken eher herrschte und nicht so dieses freie Denken war ja dann nicht in Rom sozusagen so. Aber wäre es dann nicht konsequent gewesen? Also und das würde dann halt als Übertragung gut zum Dritten Reich passen. So, und das ist, I rest my case. So. Also ich weiß jetzt halt nicht, wie es in der Vorlage oder in den Vorlagen ist, ob das da auch schon jeweils immer die, also ob da auch nicht immer irgendwo Zeus auftaucht statt Jupiter in der Bezeichnung.
Weil so ist es ja letztlich inkonsequent. Wir haben zwar die römischen Götter, aber spielt ja trotzdem in Griechenland. Was jetzt sozusagen deiner Theorie in der Form zuwiderläuft, dass wir zwar den Bezug zu Rom haben in Form der Götter, aber nicht in Form des Militärs, ja konkret, weil das Militär ist ja immer das in Griechenland. Ja, das heißt ja noch römische Expansion, ne? Also, ja, aber die spielen ja keine Rolle. Ja, aber wenn ich jetzt nach der Originalsage gehe, das ist eine griechische Sage. Also, ja, nee, deswegen, ich weiß es halt nicht, wie es in den Vorlagen ist. Also, wieso läuft das ja meine Theorie entgegen? Also, ja, weil du gesagt hast, dass Rom dafür bekannt ist, aber Rom spielt ja, also die Götter sind zwar die römischen Namen, aber das Konkrete, das Physische, das ist ja trotzdem Griechenland, wo sich das dann abspielt. Es sind sozusagen, die römischen Götter kommen hinab, also kommen vom Olymp, also dem griechischen Ort. Ich sage ja auch nicht, dass das Sinn macht, dass es so umgesetzt wurde, weil ich finde ja auch, dass es inkonsequent ist, weil ja die Andenken, weil ja sozusagen Amphitryon und Alkmene als Namen stehen geblieben sind. Ja, aber und ich auch denke, der Handlungsort und das Militär sind ja griechisch und nicht römisch. Aber vielleicht war es zu der Zeit so, dass die Leute wahrscheinlich vielleicht eher was mit Jupiter anfangen konnten und mit Merkur als vielleicht mit Hermes oder mit Zeus. Naja, damals war es ja auch noch so, dass man auch tatsächlich auch noch Latein als Pflichtfach in den Schulen hatte und dass es dementsprechend eher eine Identifikation war, während man ja Griechisch nicht unbedingt hier gelernt hatte, weil das war ja eher für höheren Stände. Ich habe auch keine gute Erklärung oder so. Ich frage mich nur, wenn man dem jetzt folgen würde, wäre es dann nicht konsequenter gewesen, wirklich sozusagen alles nach Rom zu verlegen, also auch die Namen dann. Ja, oder vielleicht wollen sie den Namen behalten, dass man sozusagen die Verknüpfung mit der Sage hat oder mit der Literatur, ne? Also wahrscheinlich gibt es eine total einfache Erklärung oder so und die kennen wir halt einfach nicht, aber ich habe keinen guten Ansatz dazu. Worauf basiert denn jetzt dieser Film? Basiert der auf der Originalsage oder basiert der auf Molière oder die anderen? Nein, stand nicht zu einer Einblendung und ist hier auch nicht noch irgendwie tatsächlich genau erwähnt. Es wird halt nur gesagt, dass wir vor allen Dingen die große Änderung ist ja, dass eigentlich aus diesem Seitensprung, aus diesem Fremdgehen des Zeus Herkules hervorgeht. Und hier ist es ja so, dass das Fremdgehen letztlich nicht stattfindet. So. Und deswegen keine Ahnung, was da jetzt als konkrete Vorlage gedient hat, ob das nur Heinrich von Kleist war oder Molière oder doch die früheren Texte da. Weiß ich nicht. Ist Herkules oder Herakles hervorgegangen? Also das stand, genau, manchmal wurde es als Herakles beschrieben, aber gleichzeitig auch als Herkules. Vielleicht auch da wieder eine doppelte Bezeichnung. Ja, weil das eine ist ja griechisch, das andere ist ja römisch, ne? Naja. Also bleibt sich dann letztlich gleich auch wieder so zwei Namen für eine Person. Wie bist du denn mit dem Ton zurechtgekommen? Fand ich ja gut. Also hast du auch, also ich habe nicht alles verstanden, ich muss sagen, leider tatsächlich bei dem Gesang, wenn dann mal die Kriegsheimkehrer sind, das habe ich tatsächlich leider nicht genau verstanden, weil ich meine, da haben sie das mit den aus den Wolken kommt das Glück gesungen, aber sonst ging es eigentlich ziemlich gut. Ja, fand ich sehr gut. Also ich fand auch manchmal diese Gesangsanlagen, die jetzt so reingespielt worden sind, haben mich so an einen Schwank erinnert, tatsächlich, was ich so als Schwank definieren wollen würde. Das ist nicht dieses Chor, nicht Chorgesang, das ist ja meistens Einzelpersonen oder halt so zweit und in diese Richtung gehend. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ein Schwank, ich komme jetzt gar nicht drauf, was ich so ganz konkret damit verbinde. Es wurde auf jeden Fall viel gereimt in den Sprüchen oder in den Textpassagen. Meistens Endreime, nicht ausschließlich. Und ich fand, das war auch ein sehr schöner Einstieg. Wir sind sozusagen eben in Themen und überall nur Frauen quasi. Und dann ist so, wenn Alkmene dann auftritt und sozusagen, also die bringt ja schon sehr diesen, wo ich dann auch sagen würde, ja, das würde, kann ich mir vorstellen, so als Film des Nationalsozialismus, die Frau, die weiß, ja, ihr Mann ist im Krieg, aber das ist wichtig und richtig, dieses Opfer muss man bringen und eben für das Land, sagt sie sogar Vaterland? Ja, Vaterland. Ne, also da dachte ich schon so, oh ja, das ist schon ziemlich doll, aber das wird dann auch immer mal wieder untergraben und ich fand es auf jeden Fall stark, siehst du, glaube ich, so rechts im Bild und dann kommt von links, also überhaupt stehen im Bild die Masse der Frauen und kommen aber so die Frauen, die die Gegenrede machen, stellen sich immer so einen Schritt weiter nach vorne, immer die was sagt und die Kamera rückt auch so ein Stück mit, finde ich eine schöne Inszenierungsidee und es zieht sich eigentlich auch ganz ordentlich durch den Film, was so eben die Anordnung von Figuren im Raum angeht und solche Geschichten. Bin auf jeden Fall sehr gut reingekommen. Also ich fand, der Film hat sich gut weggeguckt, auf jeden Fall. Also hat schon mal
Welche, die sich ein bisschen mehr gezogen haben. Ja, fand ich aber auch. Das lag, ich fand auch dadurch, dass Jupiter und Merkur auch sehr, sehr lustig aufgezogen waren und so schön so mit trockenem Humor oder leichten Humor ausgestattet waren. Das hat sich dann doch entspannt gestaltet, wenn die sozusagen im Fokus waren in den Szenen auch tatsächlich. Ja, also es waren durchaus auch Kalor. Irgendwo hatte ich das jetzt gerade noch gesehen, war es auf der Verpackung von... Nee, ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, aber irgendwo stand noch so, ja, oder hier bei dem auf der Rückseite, bei dem Ufa-Magazin. Tausendmal bezaubert er mit seiner Melodie und lässt sich keine Gelegenheit entgehen, die Grenze zum Karlauer zu erkunden. Ich glaube, er hat diese Grenze häufiger überschritten zum Karlauer. Manches war schon so Schenkelklopfer-Humor, aber insgesamt fand ich das gut, dass, oder es gibt sowohl den, habe ich das hier jetzt schon gesagt, oder hatte ich das vor der Aufnahme gesagt, so den relativ feinsinnigen Humor, wie auch den relativ simplen eben Wortspielhumor, wo ich weiß, wo viele nicht so drauf anspringen. Ich springe da eigentlich mal recht schnell drauf an. kann ich sehr gut mitleben. Ja, ich fand auch das Zusammenspiel oder die allgemeine, jetzt nicht nur zwischen Jupiter und Merkur, auch insgesamt fand ich, dass die Chemie so auch bei den Darstellern ziemlich gut gestimmt hat und auch so das Timing, der Schlagabtausch, so die Dialoge, die waren immer ziemlich gut so. Ja. Fandst du denn Merkur, ich komme einfach jetzt zu dem, Merkur-Sosias, war der dir sympathisch? Ja, natürlich. War ja ein Misanthrop vom Herrn. ja, ich fand ihn sehr furztrocken von der Art her, wenn ich das mal sagen darf, also mal ganz salopp. Und ich fand, er hat durch diese trockenen und direkten Humor verkörpert. Und ich habe dadurch wirklich, das ist halt wirklich sehr amüsant. Es hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Und er wusste halt auch, was er wollte. Er wusste, was er nicht wollte. Ich fand seine Jammer-Szenen gut. Ich fand seine starken Szenen gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich hatte auch nicht das Gefühl gehabt, dass er seine Einstellung großartig geändert hat. Kam ja sozusagen gleich mit einer negativen Haltung sozusagen auf die Welt und auf die Erde. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, alles, was er sozusagen an den Menschen nicht mochte, wurde ihm ja auch vor Augen geführt. Hier mit der Frau, die halt, obwohl sie verheiratet ist, ihn sogar zweimal versucht zu verführen in verschiedenen Rollen. Ich weiß gar nicht, wo. Oder wie er sozusagen in die Rolle des Ehemannes schlüpft und sie ihn die ganze Zeit behagt und beschimpft und auch körperlich handgreiflich wird und jammert und ich sag jetzt mal salopp, absolut nervt. Also ich habe das Gefühl gehabt, das war alles, was er so in negativ Vorurteilen für die Menschheit hat er auch sozusagen in dieser Rolle auch komplett auch nochmal abbekommen, dass er sich auch nicht groß ändern konnte. Also es war natürlich so ziemlich das umgedrehte Bild, ne? So wie Jupiter eben der Alkmene hinterher tippelt, so war und sie eigentlich gar nicht unbedingt darauf aus ist, so ist bei ihm ja genau andersrum, ne? Dass er nichts von den Menschen will, aber natürlich das Herz der Andria, dass ihr Herz ihm sozusagen auf gewisse Weise zufliegt. Ich fand ihn auch über sehr, sehr weite Strecken sehr sympathisch und auch sehr humorig, auch dieses Trockene eben. Eine kalte Dusche wäre jetzt besser und sowas. Aber was mich tatsächlich ja doch gestört hat, war, wenn es dann zu der häuslichen Gewalt kommt und er sie da eben so niederringt und sagt, hier, du machst jetzt das, das und das und geh jetzt auf die Knie und schwörst du das und tüdel. Und das war so, da gehe ich jetzt nicht so mit. Also ich kann es verstehen, so wie das so aufgebaut ist, aber die Szene war mir dann trotzdem so schade. Damit hast du jetzt ein paar deiner Sympathien bei mir leider verspielt, Kollege. Naja, ich hatte ja schon eine gewisse Grundarroganz, weil er wusste, er ist ein Gott und erhaben gegenüber den Menschen. Und hat sozusagen, als er die Faxen dicke hatte, weil sie ihn so behagt hat, hat sie ihm einfach gereicht und Machtwort gesprochen. Ja, es sollte natürlich so auch als Kontrast wahrscheinlich zu dem eigentlichen Sosias darstellen, der wahrscheinlich anscheinend immer nur trinkt, um sich und sagt, nee, ich möchte nicht zu meiner Frau und er will nicht nach Hause und diddle. Und jetzt kriegt sie auf einmal jemanden, der ihr Kontra gibt und sagt, hier, so wird das jetzt laufen und das und das. Es hätte aus meiner Sicht, das wäre mir dann tatsächlich lieber gewesen, wenn so, also das auf der Dialogebene geschehen wäre, als wenn er da sie noch eben packen muss und so runterdrücken muss und so. Ist vielleicht im Verhältnis eine Kleinigkeit, aber es war für mich doch schon so irgendwie, ja, nee, schade, dass das jetzt so. Ja, es war ja letztendlich so, dass sie ihn schlagen wollte, er hat das Herz nur abgefangen.
Er ist ja nicht von aktiv jetzt handgreiflich gegen sie geworden. Er hat sozusagen sie gestoppt. Er packt sie und drückt sie runter. Er hat sie in der Hinsicht gestoppt und dann lässt sie sich ja selbst auf die Knie fallen. Also er hat sie runtergedrückt. Er hat sie nicht mehr aufstehen lassen danach, ja, aber. Interessant, wie wir hier durchaus unterschiedliche Perspektiven haben. Also für mich ist das ganz klar Übergriff von ihm. Also na, ich sage ja nicht, dass es danach nicht übergrifflich ist, aber ich will damit nur sagen, dass er jetzt nicht auf sie losgegangen ist und das jetzt aggressiver Akt war, sondern dass er sich das der Selbstverteidigung ergeben hat und dann hat er die Schnauze gehabt und hat dann seine Macht gezeigt. Sehe ich anders. Hm. Also sie war schon in Fahrt und hat ihn auf jeden Fall mit Worten ordentlich zugetürkstet und so, aber für mich hat das auf jeden Fall das nicht gerechtfertigt sein, dieses Handeln. Also er kann ihr sozusagen diese Ansage machen hier, ne, so und so wird es jetzt laufen, aber dass er sie dafür eben so Gewalt anwenden muss. Ja, ich glaube, das sparen wir, wenn man das jetzt auch mal die Zeit einordnet, das ist ja auch noch dieses Patriarchale, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Dass die Frau sich so unterzuordnen hat, und das wurde dann halt im Film nochmal so dargestellt. Es kommt ja öfter mal durch, so, ne? Auch so in den Bezeichnungen, wer wie genannt wird und solche Sachen. Ja. Und dann haben wir dagegen eben den Jupiter, der ja eben war der dir sympathisch? Ja, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, dafür, dass er halt einen Gott darstellen sollte, war der halt wirklich sehr luschig. Ich weiß nicht, wie das anders sagen soll. Der wirkte halt wie so ein tüliger alter Mann, der auf jeden Fall so auf die Augen auf ein junges Mädel geworfen hat und wie so ein kleines Kind sozusagen auf Boden tritt und sagt, ich muss sie unbedingt haben, aus irgendeine Rechtfertigung dafür zu haben und sich da komplett in der da reinstürzt, nur um sie zu bekommen und und dann ist er selber auch so klein bei seiner Frau im Olymp, also ich weiß nicht, also ich fand, er hat lustige Sprüche gebracht und es hat auch gut gepasst, so eine Art, aber der war mir zu irrational, auch wenn man das überhaupt sagen kann in so einem Film, ne? Aber also ich fand mal ein sehenswerter Charakter, aber der hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Ja, also wie du eigentlich schon sagst, ne, er wird eigentlich lächerlich gemacht, ne? Von einem Gott erwartet man eigentlich was anderes und dann ist das eben so ein, ja, einer, der sich ordentlich es hat gut gehen lassen, ne? Wie gesagt, sieht anscheinend nicht mehr so hübsch aus oder das, was viele als hübsch empfinden würden, ne? So schütteres Haupthaar, hat sich ordentlich seinen Wohlstand angeknabbert, also hat einen ordentlichen Bauch und alles. Und jetzt will er eben nochmal zeigen, hier, ja, ich kann es doch noch und gibt eben nicht viel auf Treue sozusagen, also wird schon eher als eine Karikatur gezeichnet. Ja, ne? Also blamabel. Er blamiert sich halt auch permanent. Teilweise auch sehr peinlich. Also jetzt als Sohn der Nachbar, der ein Auge aufgeworfen hat, okay, aber als Gott, da war die schon mehr, gerade als Gott der Vater, also wenn ich ehrlich sein soll. Ja, genau, ne? Das ist eben dieses lächerlich machen, dieses Dings. Und andererseits haben wir dann eben die Menschen, die auch an ihre Götter glauben. Und auch das wird ja durchaus ein bisschen eben in die Lächerlichkeit gezogen. Einmal durch das, also die beten eben die Götter an, hier, lass uns gewinnen und oder, ne, weil wir ihm jetzt anbeten und ihm opfern, gehen die Menschen plötzlich davon aus, deswegen könnte sich das Schlachtenglück entscheiden und solche Geschichten. Und wir stellen halt fest, ja, eigentlich sollten die anderen, also sollten die Thebaner verlieren und Jupiter sagt jetzt einfach nur, okay, die gewinnen jetzt einfach, damit er da sozusagen seinen Weg gehen kann und nicht weil die ihn jetzt tatsächlich anbeten oder so. Also es ist schon eine Anbetung im Konkreten, aber es ist eben nur, weil er dann merkt, oh, wer bietet mich da an? Oh ja, da muss ich mal genauer hingucken. So, ne? Aber es ist eben nicht, dass er jetzt sagt, hier, die bieten mich mehr an und die bieten mich weniger an oder so. Und das Merkur sagt das ja, glaube ich, am Anfang auch, ne? Ja, hier die Bozia, die haben ja mehr getan oder noch mehr gespendet und solche Geschichten. Ah ja, dieser schreckliche Samus. Und dass man dann eben nochmal sieht, ne, welches Bild des Gottes wird angebetet im Vergleich zu, wie sind diese Götter dann in echt sozusagen. Das ist ja auch nochmal ein schöner Kontrast, wenn man bei Jupiter eben so diese überlebensgroße Statue hat. Das ist interessant, weil bei Merkur ist es eigentlich so die normale Größe, wie er auch tatsächlich ist, der nur halt nicht so viel Kleidung anhat, was Merkur sehr missfällt. Und bei Jupiter ist es eben übergroß, volles Haar und ein ausdefinierter Körper, der ihn da eben seine Statue wiedergibt. Also auch das so.
Das wirkt doch so, als wenn er hier im Haushalt stehen würde, ne? Also auf jeden Fall, ja gut, ist nun mal der Göttervater und genau, so ziemlich jeder scheint mindestens ein Abbild von ihm zu haben überall. Genau, ja, das wird auch so ein bisschen eben. Na, ich finde, das wird halt auch viele Metaebenen immer durch diese Verwechslungskomödie, ne? Wenn die Rollen getauscht haben und er steht dann da und sie lehnt sich dann an die Statue und weint oder das kriege jetzt nicht mehr alle Szenen jetzt hier gerade auf die Kette, aber das war halt so häufig der Fall, wenn sie dann, oder wenn er zum Beispiel das erste Kennenlernen von der Magd und dann dem Merkur, wie sie neben der Statue sind und sie redet die ganze Zeit darüber, wie toll sie Merkur findet, was im Fernsehen von der Gottheit ist und der Statue und er sitzt ja dann da und denkt sich dann auch so seinen Teil. Ja, na, er ist ja noch so zwischen, ja, so kann man die Statue nicht darstellen, aber ich, also ein bisschen hat er ja auch, wirkt es auf mich so, ja, so ein bisschen geschmeichelt fühlt er sich auch. Und wenn er ihm sagt, hier fass doch mal meinen Bizeps an, so zum Schluss, so, ja, kommt so ein bisschen was durch, ja. Wie fandest du diese vier Freundinnen oder was das sein sollte, von der sich ja selbst einladen zu ihr? Das ist natürlich eine Karikatur von den falschen Freundinnen, die es in der heutigen Zeit immer noch gibt in vielen Filmen. Aber ich fand so, wie sie inszeniert waren und auch wie sie gespielt haben, fand ich sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Ich mochte das sehr gerne tatsächlich, auch wenn sie nicht sympathisch wie Kohn jetzt unbedingt waren. Fand die auch sehr, sehr präzise, sehr, sehr genau gezeichnet und nachvollziehbar, oder wie du eben sagst, ne, so durchaus mit Aktualitätsbezug. Ne? Wir sind ja ganz ja irgendwie schon so ein bisschen. Ja, die hat auch schon eine Kameraeinstellung gehabt, als sie sozusagen gegen das angebliche Geheimnis kommen und in den Vorhang lauschen, wie dann sozusagen die Kamerafahrt immer so von den Mädels so hin und her wechselt und den Aufnahmen, wenn sie dann anfangen zu singen und dann wie auch die Art, wie jeder redet, hat jeder seinen eigenen Tonus. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich mochte die auch, wenn ich die Figuren, wie gesagt, sehr unsympathisch fand. Ja, war auch wieder ein schönes Beispiel auch für die ganze Ausstattung, ne, was so Kostüme anging und die Maske so, also was die ja mal für Frisuren hatten. Mhm. War schon sehr beeindruckend. Ja, was haben wir denn noch so in diesem Film? Den Alkohol. Ja, wir kriegen irgendwie auch gesagt, so das mit dem Krieg, ja, dieser Sosias, der eigentlich zwar dabei ist, aber dann kommt ja auch so dieses ganz vorne und ganz hinten und also, dass Amphitryon sozusagen immer ganz vorne in der ersten Reihe natürlich mitkämpft und eben der Held sozusagen ist und Sosias als sein Knappe, sag ich jetzt mal, sein Diener, der eben immer ganz hinten und am liebsten gar nichts machen möchte und so. Da gibt es auch irgendwie so zwei Zeilen, die waren auch total, fand ich auch sehr schön gemacht, so. Ich komme leider gerade nicht genau drauf, verdammt. Ne, wir haben über Amphitryon selbst noch gar nicht geredet. Ja. Der ist ja nun auch sehr männlich dargestellt und halt wirklich hier, der kann, was wurde gesagt, Löwen oder Tiger zerreißt? Er zerreißt Löwen in der Luft, ja. Und das fand ich auch wieder sehr lustig, wie tatsächlich, wie wörtlich Jupiter das nimmt, so. Aha, und was macht er sonst noch so? Genau, also es wird ja so dargestellt, dass sozusagen Alkmene und Amphitryon sich abgöttisch lieben und voneinander, also sich nacheinander verzehren. Deswegen mit Kriegsende sind sie halt beide glücklich, dass sie zu jeweils anderen kommen, bis dann halt Jupiter in der anderen Gestalt in sozusagen dazwischenfunkt. Und also ich fand, was war auf jeden Fall glaubhaft, dass er seine Frau liebt. Und ich bin halt auch immer leid, dass immer wenn sozusagen auch währenddessen, also wie seine Rückkehr, denn immer die Rollen gewechselt wurden zwischen dem verkleideten Jupiter und Amphitryon, dass sozusagen der verkleidete Jupiter immer die gut gelaunte Alkmene abgekriegt hat, während der andere immer, also der Original immer nur die schlecht gelaunte abbekommen hat. Also das liegt natürlich in der Natur der Sache, das muss natürlich so sein. Ja, aber ich fand, das hat mir jetzt schon so ein bisschen leid. Ich fand auch tatsächlich, dass er erfährt ja sozusagen auch von dem angeblichen Fremdgehen von den vier Mädels, von denen wir gerade gesprochen haben. Aber auch nur, sag ich mal, so durch die Blume. Und dadurch, ich finde das ja schon krass, dass wie er sie dann sozusagen angeht und er haut sie ja gegen die Statue und dass sie auch meint, ich habe mir den Arm gebrochen, was nicht mal der Fall war. So, aber ich finde, er greift ja aktiv sie an, tatsächlich. Mhm. Und das ist, finde ich, also wenn du jetzt dich das andere auch bei gestört hätte, müsste dich das ja auch sehr, sehr stören. Ja, das ist so gemischt. Also er ist halt so total heißspornig, ne? Also genau, da versuche ich das dann auch so ein bisschen zu relativieren. Er ist jetzt eben so lange weg gewesen und jetzt eigentlich, dass seine Frau wieder da ist und die ist halt plötzlich so komisch. Ist ja auch so eine schöne Umkehrung dieser Sache, ne? Wenn Jupiter verkleidet als Amphitryon zu ihr kommt und sie ihn umarmt, dann sagt er au. Und wenn dann der tatsächliche, echte Amphitryon nach Hause kommt und sie umarmt, dann sagt sie au.
Ja, also da wird eben auch damit gespielt, eben mit der, neben diesem ganzen Verdoppelt und Doppelgänger, eben hier auch das nochmal dann wieder so umzukehren, diese Motive. Genau, also er ist dann in Rage, weil er eben denkt, seine Frau hat ihn betrogen, das konnte er sich auch gar nicht vorstellen und es ist ja auch nicht so, was das jetzt nicht entschuldigt, dass er sie dann so packt, das ist schon richtig. Ja, und jetzt überlege ich auch gerade so in der Gegenüberstellung, ne, der verkleidete Jupiter und der echte Amphitryon, was eben so die unterscheidet oder wie das eben so dargestellt wird. Natürlich, dass der Jupiter trinkt eben den ganzen Wein und dass er einen Schädelbrumm hat, der Jupiter-Amphitryon. Und der echte Amphitryon hat eben im Krieg die tatsächliche Kopfwunde erlitten, also tatsächlich einen physischen Schaden und dann eben auch diesen Verband da am Kopf, wo er selber sagt, den würde er am liebsten abnehmen und das gar nicht tragen und so. Dass das eben also ganz, oder dass eben auch wieder so Details sind, die sich ähneln, aber dann eben dieser Unterschied aufgezeigt wird zwischen den beiden. So. Es ist ja auch so, dass der, und also Amphitryon geht ja auch sehr stolz durch die Stadt, ist ja auch überall geachtet, wird dann von allen sozusagen auch bejubelt und respektiert, während ja unser verkleideter Amphitryon, also der Jupiter, tatsächlich ja immer sich vor dieses Versteckspiel spielt, diesem Motto, ich darf ja nicht gesehen werden. Ja, ja. Und bloß nicht, und dann bloß immer schnell, wenn einer da ist, schnell weg mit ihr, ne, bloß nicht zu lange da bleiben, weil man ja auffliegen könnte, oder weil er seine Zeit ja eher nutzen möchte. Er möchte ja eigentlich so schnell wie möglich sie ins Bett bekommen und wird ja immer abgehalten. Ja. Entweder hält er sich selber ab, halt durch den Wein oder halt durch andere Umstände, wie zum Beispiel seine Erkältungskrankheit. Finde ich auch interessant, dass ein Gott eine Erkältung kriegen kann oder eine Grippe kriegen kann. Aber er ist ja unsterblich. Ja, deswegen. Auch das ist ja so ein kleines Detail, ne? Der vierte Krug Wein und dann kommt der echte Amphitryon und sagt, ja natürlich, ich hätte noch 20 weitere wegmachen können und die Frau natürlich, oh Gott, noch 20 Wein mehr trinken. Ne? Also auch da wieder dieser Verwechslungsaspekt. Wie ist das denn, um jetzt nochmal dieses Thema Filme des Nationalsozialismus vielleicht jetzt zu kommen, die Rückkehr der oder andersrum, wenn Algmene zu Beginn ihre Rede hält, ne, dieses, was ich meine, was schon, finde ich, sehr dieses, also so könnte ich mir das auch vorstellen, so, da hat der ein oder andere Nazi gesagt, so, ja genau so, oder auch heute wird es leider noch mehr als genug geben, die so, ja genau, aufopfern und für das Vaterland und da. Also wo ich gesagt hätte, ja, das ist eigentlich so, ne? Aber der Film bricht ja diesen Moment, in dem die Frauen nicht plötzlich alle schreien, ja, und genau, das machen wir jetzt, sondern es endet ja eher so, dass die sich nach und nach alle so abwenden und keiner so wirklich zustimmt, ne? Also ja, da gibt es gar keine Reaktion. Ich fand, das war ein peinlicher Moment. Also wenn ich sie gewesen wäre, wär mir das unangenehm gewesen. Aber ich hab dann in diesem Moment gedacht, vielleicht ist das unglücklich inszeniert. Und dann kam da ihre Magd noch rein, hat auch, das war eine tolle Rede. Obwohl die ja auch nicht, also obwohl sie halt eine schöne, also die Schauspielerin selber eine schöne Art, das sozusagen zu reden hat, ist ja die Rolle so, dass die halt ein bisschen dümmlich gemacht werden soll, indem sie halt mal Wörter permanent falsch ausspricht, ne? Die Dienerin jetzt. Ja. Ja, aber um das jetzt nochmal kurz eben abzuschließen mit der Algmene selbst, also da wird sie ja sozusagen, ich weiß nicht, ob sie wird nicht lächerlich gemacht, aber es wird ja schon gezeigt so, ja, man kann diese Werte haben, oder wenn jemand diese Werte hat, die anderen Frauen sehen das nicht so. Also ist so als direkten Kommentar auf den Jetzt-Zustand sozusagen. Ja gut, aber das wird ja auch nochmal immer wieder aufgegriffen, wenn, dass sie halt als sehr verblümt und sehr weltfremd angesehen wird. Auch als wenn sie mit dem, also weil sie vier Mädels sich dann selbst einladen, wo sie auch meint, ich warte auf Amphitryon, ich liebe nur Amphitryon und da dreht sich meine Welt rum und dann alle anderen Frauen sagen, ja, man muss doch mehr im Leben haben. Also das kann doch nicht gewesen sein, so. Und das transportiert das jetzt ja auch wieder. Ja. Nee, aber ich finde also gerade, dass eben, wenn sie da ihre Rede hält zu bringen, ist eben letztlich ein Kommentar eigentlich, finde ich, gegen den Nationalsozialismus oder die da vermittelten Werte eben mit diesem, ja, wir müssen uns jetzt aufopfern und nur für unsere Männer und das Vaterland da sein. Und das wird eben dadurch, oder kommt eben für mich dadurch zum Ausdruck, dass sich die anderen Frauen, wenn diese Rede vorbei ist, ja, wegdrehen und dann geht halt das Leben weiter und schön, dass sie jetzt eine Rede gehalten hat, aber da stimmen wir, fallen wir jetzt nicht unbedingt mit in mit ein oder so. Da machen wir jetzt nicht mit. Und auch der Kriegsminister wird eigentlich auch nicht so, finde ich, als super kompetent dargestellt. Oder der wirkt nicht wie, ja, weiß nicht, also der wirkt wie, nicht unbedingt unsympathisch, aber der wirkt so ein bisschen,
ich weiß nicht, trottelig ist vielleicht zu weit gegriffen. Aber also ich finde, der wirkt total desinteressiert und auch, als wenn er keine Lust auf seinen Job hätte und das Nötigste macht. Auch das wieder mit der Kamera interessant eingefangen. Der wird ja auf so einer Sänfte zunächst transportiert und dadurch so abgehoben ein bisschen. Andererseits liegt er auch wiederum. Ähnlich wie Jupiter zu Beginn. Ja, aber er wirkt irgendwie auch so, ja, es ist halt Krieg, aber er scheint da irgendwie keinen persönlichen Bezug zu haben, so richtig, ne? Ja, du musst ja auch nicht den Krieg ziehen. Er ist zu Hause geblieben. Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, wenn es zum Beispiel diese Szene mit der Sänfte oder wenn sie so in dem Haus sind oder auch wenn sie auf den Galeeren sozusagen nach Hause schippern, da fühlte ich mich immer wieder daran erinnert an diese Bilder aus den Asterix-Comics und Asterix-Filmen, als ich aufgewachsen bin. Das war ja genau diese Vorstellung, die man dadurch auch hatte. Und hier ist knüpfelt genau daran an. Ich meine, ich fand diese Kriegsszenen, fand ich eigentlich auch wieder sehr interessant inszeniert, so mit der Tricktechnik. Ne? Dass du so gespiegeltes Bild hast, so, dass die quasi Soldaten aufeinander zulaufen. Und dann noch eingefügt einmal hier den Sosias, wie er quasi geschützt am Ende des Feldes seinen Alkohol trinkt. Also das fand ich, war sehr, sehr abwechslungsreich inszeniert, ohne tatsächlich ja irgendwelche Kampfhandlungen an sich zu zeigen. Ja, nochmal kurz so eingeschoben. Ja, dann haben wir genau diesen einen großen Moment, wenn sie eben heimkehren, die Kriegshelden. Und da haben wir dann auch so ein bisschen dieses, oder ne, dann sind die Frauen alle froh und alle jubeln. Es gibt diesen Gesang da auf der Treppe. Ich fand die aber sehr schön inszeniert, muss ich sagen, von der Choreografie her. So. Und das ist eben das, was ja oft gesagt wird hier, das Ornament der Masse, ne? Dass du eben so eine Massensachen hast, die einfach toll aussehen, aber wo man sich dann mal fragen muss, ja, wofür wird das jetzt eigentlich gerade eingesetzt? Und da überlege ich eben auch, wie das war. So ein, genau, da hält der Kriegsminister auch wieder so eine Rede, wo ich auch dachte, ja, geile Rede, geh weg. So, wenn der auch irgendwas mit dem Gott sagt, ne? Eben, dass Jupiter uns unterstützt hat, aber nicht nur, weil wir so viel geopfert hätten oder so, sondern weil wir sowieso besser sind oder irgendwie sowas. Ne? Also da war auch so ein paar Töne drin, wo ich dachte, aha, da wird es auch so ein bisschen untergraben. Aber die finde ich, könnte man auf jeden Fall mindestens auf den ersten Blick auch erstmal so sehen wieder, wie ein Vorwegnehmen dessen, was dann folgen wird in der Realität in Deutschland. Wie siehst du das? Wenn man sehr pessimistisch ist, ja. So ein überlegter Teil, wo dann nochmal die Widerhaken waren der Szene und kommen gerade nicht so hundertprozentig drauf. Also letztlich wollen die auch eben, also es wird natürlich so ein bisschen dadurch untergraben, dass eben der Sosias so ist, so, ah nein, ich will noch nicht nach Hause und können wir nicht noch ein bisschen länger Krieg machen, nur damit er nicht nach Hause muss und so. Und dafür kriegen uns ja eigentlich der deutlich anders aufgestellt. Na, ich fand, der Film hat allgemein als einen sehr leichten Charakter tatsächlich behalten. Ne? Also auch wenn du jetzt solche Themen wie Versuch zur Verführung, Fremdgehen oder Ehestreit oder ähnliches, also auch thematisiert werden, den Krieg, fand ich, war ja trotzdem sehr leicht inszeniert. Also auch so gerade in der Auflösung nachher, wenn dann halt Jupiters Frau auf die Erde fährt, um ihren Mann zu suchen und dann auf erstmal hier sich mit Alkmene anfreundet und die beiden Modenschau machen. Und dann sozusagen ja gleich beste Freundin werden und dann auch als Komik sozusagen den vermeintlichen Jupiter, aber tatsächlich den echten Amphitryon noch so angehen, so als Teamwork und ihn beschimpfen und dann natürlich hier, damit auch gleich Amphitryon ein direktes Liebesgeständnis so von ihr auch nochmal bekommt, damit er weiß, woran er ist und alles wieder sozusagen, alles wieder, was aus dem Lot geraten ist, wieder eingerenkt wird in dem Moment. Das hat ja schon einen sehr, sehr dezent leichten Charakter. Es ist jetzt so Happy Ends mäßig, ne? Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie nochmal ein richtiger Konflikt kommt oder dass jetzt sozusagen, als ja die Situation klar wird, dass da nochmal eine richtige Auseinandersetzung kommt zwischen Amphitryon oder Jupiter. Das wird ja dann auch eher so dieses, ja, ich gebe mal zu meiner Frau und von Jupiter seid so dargestellt. Ja, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie jetzt ein ernsthafter Konflikt irgendwie in diesem Film dann drin ist. Ja. Ich überlege gerade auch, ja, weil du jetzt gerade mal angesprochen hast mit diesem Liebesgeständnis ihrerseits vor ihrem Mann, während sie denkt, das ist gar nicht ihr Mann. Wir haben ja andererseits auch, wenn sie sich sozusagen das erste Mal, also wenn sie sich wieder, wenn der verkleidete Jupiter Amphitryon dahin kommt
Und sie sich dann eben singen hier, ne, und ich habe tausendmal Tag und Nacht an dich gedacht oder wie der Text ging. Und, war ein sehr schöner Text, fand ich. Und dann dieses Ich hab dich lieb. Und dann auch das wird wieder so humoristisch aufgegriffen oder parodiert, wenn dann eben danach Sosias und ich muss das schon wieder nachgucken, verdammte Axt, Sosias und Andrea sich wiedersehen und dann dieser Text eben auf den Alkohol und diesen Hut eben umgemünzt wird, also auch da das nochmal so ein bisschen untergraben wird sozusagen. Na, wir hören den gleichen Text auch nochmal, wenn Amphitryon auf dem Weg nach Hause ist und wenn er so sehnsüchtig zum Mond redet und es kaum erwarten kann, seine Frau zu sehen. Mhm. Also haben wir die verschiedenen Stimmungen auch erlebt. Naja, da sagte Sosias da auch noch irgendwas. Aber auch irgendwie, aber ich glaube nicht so. Aber genau, eben da haben wir das so direkt schon gegenübergestellt. Ja. Doch, recht kurzweilig. Wie fandst du so? Achso, genau, das haben wir auch, ist auch noch, wenn zu Beginn Jupiter erwacht, wird uns gezeigt, also wie gesagt, ne, er wirkt irgendwie nicht so wie der Vorzeigegott. Nichtsdestotrotz scheint er wirklich ganz schön große Kräfte zu haben, weil er erwacht und in seinem sich strecken und so geht quasi ein Gewitter los, was ja auch schon irgendwie so ein Zeichen ist. Da ist schon, da schlummert eine große Kraft in ihm, trotz allem. Na gut, wenn das der oberste Gott ist, dann sollte das ja auch so sein. Naja, ne? Man könnte auch sagen, er wird eben komplett oder wird eben über weite Strecken lächerlich gemacht in diesem, ne, dass er eben sich hat gehen lassen und einfach nur noch den Genuss des Essens und junger Frauen irgendwie haben möchte. Aber wäre falsch eben zu sagen, das ist irgendwie ein Schwächling oder sowas, weil wir sehen, er hat anscheinend ganz schön viel Macht, ne, und er kann sich auch verwandeln mit seinen Brauerei-Zeugs da. Na, er wirkt schon sehr entschlossen und männlich, bis dann seine Frau ihm sozusagen in die Schranken weist und ihn zum Kleinen, also so zum Kleinen mit Hut macht. Und ich habe das Gefühl, wenn er sozusagen auf die Erde kommt, dass er dann erstmal sein Leben lebt, dass er einfach mal aus diesem Alltag ausbrechen und einfach mal loslegen, einfach machen, was man möchte, ohne an Konsequenzen zu denken. So. Warum kann er als Gott eigentlich theoretisch immer machen? Ne? Aber nicht, wenn du so eine Frau zu Hause hast. Nur, das hat er sich ja vielleicht auch erarbeitet über die Jahre, dass sie sich so verhält. also gerade wenn sie dann am Schluss sagt, ne, dass das nicht das erste Mal wäre und dass die Alkmene eine von Tausenden wäre, so ungefähr, dann kriegen wir ungefähr mit, der Jupiter ist also ein ziemlicher Schwerenöter und hält nichts von Treue in der Ehe. Also genau, ich wollte gerade noch sagen, dieses Motiv der Betrüger oder dieser Doppelgänger, die sich für was anderes ausgeben und sozusagen dadurch Unordnung stiften, das ist auch etwas, was wohl später eigentlich nicht mehr so unbedingt gern gesehen war in den Filmen des Nationalsozialismus. Es gibt nachher nochmal hier Der Mann, der Sherlock Holmes war, wo ja auch Hans Albers und Heinz Rühmann sich eben als Holmes und Watson ausgeben, aber eigentlich nur Verbrecher sind und Betrüger und damit so alle an der Nase herumführen. Der war, glaube ich, genehmigt, aber mich ist auch nicht ganz sicher, ob der aus dem gleichen Jahr ist oder später. Kommt ja auch nochmal in unsere Reihe sozusagen. Möchtest du das für den nehmen? Nee, du hast dir doch schon einen engen Plan gesetzt. Also er steht, ich könnte ihn mit reinnehmen, aber er wäre jetzt nicht unbedingt zwingend eingeplant. Und das andere ist ja, dass, habe ich leider auch noch nicht gesehen, von Fritz Lang hier, Dr. Mabuse, der Spieler, oder der zweite Teil, da geht es ja auch darum, dass ein quasi Verrückter mit seinen Betrügereien eben die ganze Welt sozusagen zum Einsturz bringt. Und das war einer der Filme, oder andersrum, Goebbels war eben von den Nibelungen-Filmen von Lang, die fand er total super und hat gesagt, daran müssen wir uns eigentlich orientieren, so in der Filmproduktion, das sind die großen Filme. Gleichzeitig aber der dann verboten worden ist, eben wegen dieser, unter anderem wohl wegen dieser Darstellung, dass ein möglicherweise wahnhaftes Genie sozusagen die Leute täuscht und so und dass man das eben lesen könnte als Parabel oder als Gleichnis auf eben die Nazis. Ich weiß nicht mehr, worauf ich ganz genau hinaus wollte. Achso, weil ja Jupiter sozusagen eben ähnlicher Typ ist, sozusagen, der sich eben auch als jemand anderes ausgibt und dadurch diese Unordnung stiftet. Ja, ich finde diese Verwechslungskomödien allgemein sehr häufig. Also das ist so ein Evergreen. Das gibt es halt in jedem Jahrzehnt, ja, ja, auch in verschiedenen Ländern immer wieder. Ja, ne, kannst du ja bis zur Unendlichkeit kannst du das immer wieder durchspielen, immer wieder neu auflegen. Ich fand das zum Beispiel erfrischend, das mal auch mit einem Gott sozusagen auch zu sehen und nicht irgendwie,
Ja, der Klassiker, wo man halt aufgewachsen ist. Also es war hier in dem einen Text, ist es eben auch noch, also ich hatte ja gesagt, hier bei der Blu-ray, die veröffentlicht worden ist, ist auch ein kleines Booklet dabei mit einem Text von Frau Claudia Mehlinger. Und wie ich dann beim Lesen feststellte, habe ich gedacht so, Mensch, der Text kommt mir aber irgendwie sehr vertraut vor. Denn Claudia Mehlinger hat eben, wie gesagt, auch den Artikel zu Amphitryon in dem Buch Stilepochen des Films, der NS-Film, geschrieben. Und hat hier ist eben eine sehr ähnliche Variante oder eine aktualisierte Variante, wie auch immer man das nennen möchte, sozusagen vorhanden. Fand ich dann auch interessant. Und genau, ich wollte sagen, in dem Text, was hatten wir gerade? Ja, mit der Claudia Mehling. Nee, davor, du hast gesagt. Dass das halt jemals Jahrzehnte also genau, in dieser Verwechslungskomödie sind? Genau, Verwechslungskomödie. Und dass eben Jupiter-Zeus ja öfter schon Frauen als nicht unbedingt Verwechslungskomödie, aber schon getarnt. Eben hier Europa wird all auf dem. Da wird er zum. Also ich weiß gar nicht, ob er da zum Stier wird, aber ne? Also reden wir jetzt von Mythen oder reden wir von Filmen? Mythen. Ja, na gut, vermuten, also ja, hast du es ja ständig. Dass ja. er als Stier, die erfängt ja hier Leder und der Schwan, ist ja, glaube ich, das andere Ding. Ne? Also, dass gerade auch diese Figur das eben schon häufiger macht, ja. Ja. Ja, also Mythen, das ist ja noch dahingestellt. Ja, das ist ja, ne, ich rede schon tatsächlich von Filmen. Ja. Hoppala. Jo. Hast du gerade noch irgendwie groß vor uns? Nö, also ich habe zu dem Film tatsächlich noch nicht so viel zu sagen. Ich fand ihn unterhaltsam, ich fand ihn schön und wie es immer so ist, wenn einem der Film gefällt, dann hat man nicht so viel zu erzählen, als wenn man meckern kann. Na, ist ja wahr. Ja, man kann ja sagen, warum er einem gefällt. Ja, nee, aber es muss hier doch nicht. das füllt auch immer nur eine Viertelstunde. Also ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Also genau, ja, ich komme auch gerade noch nicht so, oder habe jetzt auch nicht mehr so viel mehr Punkte, ich glaube, so versucht anzureißen, eben gerade auch dieses, neben den Figuren und der Leichtigkeit auch dieses, was könnte dafür oder dagegen sprechen, dass es ein Film des Nationalsozialismus sein könnte, aber es ist eher nicht ein Film des Nationalsozialismus. Ich berufe mich dann eben auch so ein bisschen auf die Expertenmeinung, die es ja auch so behaupten. Genau, wir haben die Blu-ray geschaut und dazu möchte ich sagen, du hast ja auch schon gesagt, dass du ihn gut verstanden hast. Also sah gut aus. Es ist noch als extra so ein Video-Essay Enttarnung der Götter dabei, wo unter anderem auch Filmausschnitte zu sehen, wo man sieht, okay, das ist eine nicht restaurierte oder nicht nochmal ein bisschen angefasste Fassung, wo man ungefähr sieht, wie schlimm der mal aussah und wie schön der jetzt gerade hier als das Bild ist und auch der Ton sehr gut ist. Also was das angeht, ist es definitiv empfehlenswert. Ist auch als DVD theoretisch erhältlich, wer da das haben wollen würde. Bei dem Extra muss irgendwas mit dem Ton schiefgegangen sein, weil da eben die Filmszenen gezeigt werden und die Musik und der Ton daraus zu hören ist und gleichzeitig dieser Sprecher. Aber der Sprecher ist deutlich leiser abgemischt und es lässt sich leider nicht gut gucken. Das sind ungefähr 25 Minuten. Ich habe keine 5 Minuten ausgehalten. Das ging leider nicht. Dazu kriegt man eben, wie gesagt, das Booklet. Der Text ist durchaus interessant. Wie gesagt, eine aus meiner Sicht aktualisierte Version des Textes aus der NS-Film. Kann ich also soweit empfehlen, diese Blu-ray. Weißt du eigentlich, wer Claudia Mehling ist? Dass sich damit so eigentlich ausgibt? Nee, nicht tatsächlich. Es ist einfach nur, weil eben ihr Name als Autorin jeweils angegeben ist. Und ich glaube, wenn ich in das Autorenverzeichnis jetzt noch schnell gucke, nee, da steht auch nur, welche Filme, die hier eben beschrieben haben in dem NS-Filmbuch, ohne dass da jetzt stehen würde, was die so für einen Werdegang oder ähnliches. Wäre jetzt interessant gewesen, ob das eine Filmwissenschaftlerin ist oder Historikerin. Oder? Also ich gehe schwer davon aus, dass die irgendwie mit der Filmwissenschaft zu tun hat, weil die sonst hier nicht drin veröffentlichen würden. Aber ich gucke mal, ob hier auf der Hülle nochmal irgendwas draufsteht, aber hier steht auch nur ein Text von Claudia Mehlinger und sonst nichts weiter. Nee, Claudia Mehlinger. Kann sich ja bei uns melden, wenn sie noch sagen möchte, wer sie so ist, was sie sonst so macht. Nee, kleiner Scherz. Ich nehme an, die wird da irgendwie vielleicht aus der Mainzer Ecke direkt kommen oder so, oder eben Berlin in der Kinemathek vielleicht sogar arbeiten. Ich gucke jetzt auch nicht irgendwie im Internet nach nebenbei. Das ist in Ordnung, ich will dich nicht zwingen. Wir halten also fest, obwohl es immer düsterer wird in Deutschland, gibt es noch Lichtblicke und klare Momente am Himmel.
wie eben Amphitryon aus den Wolken kommt, das Glück. Aber kannst du dir vorstellen, dass der gut auf der Bühne funktioniert? Ja, durchaus. Also ich meine, jetzt mit dieser Version im Hinterkopf denke ich mir so, also eine spontanisch ausgestattete Bühnenversion will ich jetzt auch irgendwie unbedingt nicht sehen, die natürlich eigentlich nichts unbedingt damit zu tun hätte, ob die nur gut spielen oder sonst was, aber es war jetzt doch relativ opulent ausgestattet. So, ne, also auch die Kulissen, die da gebaut worden sind und solche Sachen und wie gesagt auch die Kostüme. Und wenn das jetzt, sage ich mal, in die Jetztzeit verlagert wird und die Schauspieler eher in Anführungszeichen normal aussehen, dann würde ich zwar denken, ja, es funktioniert mit Sicherheit auch und alles und so, aber jetzt so doch, das hat schon irgendwie immer noch mal so ein bisschen was so. Ja, diese Realitätsflucht, die der Film einem da ermöglicht, trotz allem. Auf gewisse Art und Weise. Ja, stimmt schon. Aber wenn es tatsächlich nochmal passieren sollte, irgendwann, wenn die Theater wieder aufhaben und man hingehen kann und so, dann können die das ruhig mal wieder spielen. Ist also ja mit dem Theater, also mit den Theater, Bühnen, also Bühnentheater fehlt mir schon sehr. Ja, mir fehlt so ein bisschen das Kino auch, muss ich gestehen. So, als wenn man so wirklich so kulturell so Interesse hat wie wir, dann ist es schon mal eine Zeit. Ja, aber auch das wird irgendwie vorbeigehen und irgendwie wird es auch weitergehen. Ich bin ja froh, dass ich den Broadway-Channel abonniert habe. Ja, das war es soweit dann schon zu Amphitryon. Wie es weitergeht mit der letzten Jahresausgabe im Dezember, da bist du dann wieder dran mit einem Film. Muss ich da direkt das Thema Weihnachten nehmen? Oder kann ich da ganz frei sein? Ich wollte jetzt einfach nur dich kurz fragen, hast du dir schon Gedanken gemacht? Du kannst wählen, was du möchtest. Es sollte nur halt ein möglichst alter Film sein. Ja, so alt ist der nicht, aber ich habe mir ja schon einen Film ausgesucht. Den möchtest du ihn schon verraten? Ja, oder? Kann ich gerne machen. Dann wird es auf definitiv dieses Mal klappen, weil es letztes Mal immer nach hinten verschoben worden ist, obwohl ich ihn schon längst besprochen haben wollte. Wir werden einen Ausflug nach Hongkong machen. Uns Comrades angucken. Der hat noch irgendeinen anderen Titel, ne? Also Comrades, A Love Story? Ja. Oder irgendwas anderes war es noch, aber naja, ist ja auch egal. Die gucke ich jetzt auch nicht nach, weil sie antolt. Ach nein, das ist jetzt, ach, ich kann nicht mehr denken, ich bin müde und alles, ist so spät. Entschuldigung. Was da so ist. Ja, aber auf jeden Fall möchte ich Comrades sehen und da habe ich schon sehr viele positive Rezensionen drüber gelesen und den hatten wir uns ja dann auch aus, ja, von Yes Asia, glaube ich, auch bestellt, ne? Mhm. Und jetzt wird's endlich was, ich kann ihn sehen. Bin ich auch ein bisschen gespannt. Ich habe ja mal schon so halb reingeluschert. Comrades, also die Dezember-Ausgabe. Hongkong haben wir auch nicht so häufig gehabt, ne? Wir können jetzt zum Beispiel hier Chinese Ghost Story und sonst. Also mager, weiter im Archiv gibt es, glaube ich, so ein, zwei John Woo-Filme, bei denen ich aber nicht dabei war, sondern die hatte Christian unter anderem mit Nils von der Cinecouch mal. Da war auch in Hamburg im Kino irgendwo. Da lief mal was. Ja, das also quasi Zukunftsmusik. Jetzt überlege ich noch, ob ich noch irgendwas anderes podcast-technisch erwähnen wollte. Wenn ihr jetzt diese Folge hier draußen ist, ist wahrscheinlich auch ein Gastspiel meinerseits draußen beim König der Podcasts. So Monsterfilm, hauptsächlich glaube ich Kaiju-mäßig von dem Steffen. Ich will gerade überlegen. Oha. Naja, möge mich das Internet Lügen strafen. Dann bleiben wir beim Thema blamieren. Auf jeden Fall haben wir gesprochen über Underwater, den Film mit Kristen Stewart, dem ich ja sehr viel abgewinnen kann. Und auch die Bezeichnung, der ich sehr viel abgewinnen kann, wäre genauso richtig. Das schwärmst du die ganze Zeit in dem Fantasy-Podcast? Aber hallo. Ich wäre da eigenhändig runtergeschwommen und hätte sie noch gerettet. Oh, echt? Also, ich weiß nicht, wie der Film ausgeht, aber das klingt jetzt gerade so nach dem Motto. Oh, das ist jetzt kein Hinweis darauf, ob sie überlebt, nicht überlebt oder wie das ausgeht, was da überhaupt passiert. Underwater, Gastspiel meinerseits beim König der Podcasts. Muss ich mal gucken, ob und wie ich das noch in die Folgenbeschreibung reingepasst kriege oder Verlinkung. Und im Dezember gibt es neben der Wiederaufführungsfolge, wird es auch nochmal ein Gastspiel geben, aber das werde ich dann in der nächsten Ausgabe erwähnen, weil das dann auch draußen sein wird und jetzt noch nicht. Ja, falls ihr dann auf jeden Fall auch Lust habt, mal bei den aktuellen Filmen von uns was zu hören. Max und ich haben jetzt auch den Podcast Super Peninsula, also der Train to Busan 2 Film aufgenommen. Das dürfte jetzt auch gleich nach dieser Folge erscheinen.
Ja, vielleicht sogar davor. Ach nee, genau. In der Serienoase vor allem. Entschuldigung, ja, in der Serienoase könnt ihr uns auch nochmal drüber flanieren hören und mal gucken, was ihr davon hält. Oh, ich kann auch nicht mehr denken. Es tut mir leid, ich kriege keinen Unisatz mehr raus. Das fällt mir schon selber auf. Das ist schon eher die Bezeichnung. Es ist sehr, sehr lange dunkel immer mittlerweile hier in dieser Jahreszeit. Tut mir leid. Das war die 174. Ausgabe von Wiederaufführung und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Vermeidet zu viele Kontakte und kommt gut durch die Zeit und überhaupt. Bleibt gesund und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.